Servus und grüßt euch hier auf dem YouTube-Kanal Der absolute Hammer. Nachdem das letzte Review ja vom Creality K1 3D-Drucker war, schauen wir uns mal die andere Sparte von Creality an. Ja, Creality produziert nicht nur 3D-Drucker, sondern auch Laser. Und heute geht's um den Creality Falcon 2. Einen 22 Watt Laser, dieser welcher jene von Kollegen sehr gelobt wird. Und da man sich ja bekanntlich, wenn möglich, eine eigene Meinung bildet, möchte ich dies hier nun in diesem Video tun. Also, gleich nach dem Intro geht's los. Viel Spaß beim Zuschauen und bis gleich. Wieder einmal geht mein Dank an die Firma Geekbuying. Sie haben mir das Gerät für das Review zur Verfügung gestellt und dadurch dieses Video ermöglicht. Couponcode und Link zum Artikel findet ihr wie immer unter dem Video in der Beschreibung. Geekbuying ist eine zuverlässige Online-Handelsplattform mit vielen Artikeln zu absolut Top-Preisen. Schaut vorbei und vergleicht, bevor ihr woanders bestellt. Jetzt aber zurück zum Creality Falcon 2. Für einen Laser ist die Verpackung des Gerätes schon sehr groß, finde ich. Circa 73x65x17 cm misst der Karton. Aber das ist einfach zu erklären. Es liegt ganz einfach daran, dass der Falcon 2 schon zum größten Teil vormontiert ist. Ich muss jetzt auch dazu sagen, mein Exemplar war schon einmal geöffnet, deshalb kann sein, dass sich vielleicht manches etwas durcheinander legt oder so. Nachdem wir nun das Paket geöffnet haben und die erste Lage Verpackungsmaterial entfernt ist, erwartet uns zuerst einmal ein Handbuch und eine Kurzanleitung. Ich tue mich sogar ganz schön schwer, das Ganze irgendwie unters Objektiv zu bringen mit dem Riesenkarton. Naja, dann folgt ein Kaltgerätekabel, zwei Tüten mit Demomaterial, also Holz, Filz und sonstiges Material zum Testen des Lasers, aber hier nehme ich immer mein eigenes Material, eine Fokussierhilfe zum Einstellen des Gerätes, der Laserkopf himself, massives Gerät, aber 20 Watt Laser sind schon nun mal etwas größer, eine Schutzbrille, ein Rotary-Modul zum Beschriften von Tassen und Gläsern, ein Netzteil und ein kleines Sortimentskästchen mit Kleinteilen, Werkzeug und dem Schlüssel für den Laser. Dann haben wir noch die Air-Assist-Pumpe und die Füße. Und jetzt kommt eigentlich schon ein kleines Highlight für mich. Highlight ja und auch klein. Es ist ein Honeycomb. Ich frage mich leider nur, wieso so klein? Ein Honeycomb in der Größe der Laserfläche oder der möglichen Fläche von 400 x 415 mm wäre ideal. Das hier ist, was weiß ich, 35 x 35 cm. Egal. Jetzt noch das restliche Verpackungsmaterial raus und schon kann das Gestell des Lasers rausgehoben werden. Ja, und mehr ist es auch nicht. Das war alles, was im Karton ist. Und jetzt gibt's noch, wie gewohnt, eine kurze Übersicht des Kartoninhaltes. Der Aufbau. Ich habe echt überlegt, den ganzen Aufbau wegzulassen, weil es einfach so schnell geht, so einfach ist, so wenig ist. Aber da ich ja doch versuche, es euch möglichst ausführlich zu zeigen, machen wir diesen Schritt. Zuerst werden die vier Füße in den Rahmen geschraubt, gefolgt vom Laserkopf. Er wird mit zwei Schrauben am vorhergesehenen Platz befestigt. Ebenfalls sehr einfach. Das Kabel des Laserkopfes wird dann an der Buchse oben auf dem Träger angesteckt und der Air-Assist-Schlauch am Laserkopf. Dann machen wir noch das Kabel und den Schlauch noch etwas hübsch. Der Schlauch ist bereits schon schön verlegt, da können wir das Kabel einfach dazulegen, so hat das Creality vorgesehen, denke ich mal. Die andere Seite des Schlauches wird noch am Kompressor angesteckt. Dieser wird dann zur Spannungsversorgung noch direkt an der linken Seite des Lasers angesteckt. Ja, der Falcon 2 kann den Kompressor ein- und ausschalten, beziehungsweise die Steuersoftware. Rechts muss dann noch das Netzteil angesteckt werden, sowie das USB-Kabel. Und welch freudige Nachricht, kein Micro-USB, sondern USB-C. Danke, Creality. Und das war positiv gemeint. Jetzt eigentlich nur noch den Schlüssel einstecken und dann ist er fertig, aufgebaut. Ja, der Gute. War doch eigentlich einfach, oder?
Das Micro-USB-Kärtchen könnte man übrigens auch rechts neben dem USB-Stecker einstecken, falls nötig. Kommen wir nun zum Fazit. Während ich den Falcon 2 im Test hatte, habe ich für den Geburtstag bzw. die Feier meiner Tochter als Bastelbeschäftigung zahlreiche Vogelhäuserl ausgeschnitten. Und der Falcon 2 hat das ohne Mühe gemeistert. Das 3mm Sperrholz habe ich mit 600mm in der Minute und 95% Leistung geschnitten. Und der Laser ging durch wie ein Messer durch warme Butter. Ich kann den Enthusiasmus der Kollegen durchaus nachvollziehen. Der Creality Falcon 2 ist ein absolut tolles Gerät. Was ich sagen möchte, hätte ich immer denselben Laser, hätte ich mir längst eine Vorlage gemacht, um die Objekte sauber auszurichten. Hier gibt es auch fertig schon einiges im Netz, was man für viele Laser nehmen kann oder auch angepasst. Da ich hin und wieder aber andere auf dem Tisch stehen habe, rendiert sich das eigentlich so nicht. Seht mir also bitte nach, wenn ich irgendwas nicht ganz so mittig oder so ausgerichtet habe. Ich habe zudem meine üblichen Testobjekte mit dem Falcon 2 verwendet, das heißt Beschriften von Schieferplatten. Absolut keine Herausforderung, ganz einfach. In dem Fall habe ich leider vergessen, den Air Assist zu deaktivieren, der ja automatisch angeschaltet wurde. So musste ich es dann auch abwischen, aber ansonsten kein Problem. Im Endeffekt kann man das Gravieren vom Schiefer ohne Air Assist machen oder sollte man. Ja, auch die eloxierten Alu-Visitenkarten sind einwandfrei, schauen wirklich sauber aus, gehen schnell, sind perfekt geworden. Die Acrylglasplatte hatte ich vorher mit einem schwarzen Kreidestift angemalt, habe ein perfektes Ergebnis erzielt. Dann habe ich noch schwarzes Acryl geschnitten. Die Buchstaben hat er wirklich wunderbar und sauber und toll ausgeschnitten. Hier gibt es nichts zu beanstanden. Einzig, was ich nicht probiert habe, war das Rotary-Modul. Hier war ich ein bisschen ideenlos. Ich hatte jetzt eigentlich nichts zur Hand, was ich beschriften konnte. Was beschriftet ihr mit dem Rotary-Modul? Und insbesondere, wo kauft ihr es? Habt ihr irgendwo eine billige Quelle? Weil ich will jetzt hier nicht gleich mal Gläser im Wert von 20 Euro oder so verschießen oder falscherweise beschriften. Habt ihr Ideen? Seid so gut, schreibt mir was in die Kommentare, was hier günstig und einfach zu beschriften wäre. Und am besten auch gleich noch dazu schreiben, ob ihr einen Teil 2 haben wollt zu dem Laser mit dem Rotary-Modul oder ob euch das gar nicht interessiert. Aber zurück zum Laser. Auch die Lautstärke war für mich echt in Ordnung für ein 22 Watt Gerät. Da hatte ich schon deutlich lauteres am Tisch. Was mir gut gefällt und auch
wirklich toll sind, sind die LEDs am Laserkopf. Hier wird angezeigt, ob die Luftmenge des Air Assist passt, ob er Flammen erkennt und ob die Linse sauber ist. Zudem hat er eine Frame-Taste, mit der ich den Rahmen des zu lasernden Objekts abfangen kann, ideal zum Ausrichten. Ja, zum Zeitpunkt des Videos kostet der Falcon 2 bei Geekbuying mit dem Couponcode, den ihr in der Videobeschreibung findet, 599 Euro. In meinen Augen ist das Preisverhältnis absolut top. Ihr habt hier einen Air Assist Kompressor dabei, ihr habt hier ein kleines Honeycomb dabei. Ob das Rotary-Modul im normalen Lieferumfang ist, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Vielleicht schaut der ein oder andere Besitzer eines Falcons 2 hier zu und kann eine kurze Info in den Kommentaren geben, ob es dabei ist oder nicht. Auf jeden Fall ist der Falcon 2 ein absolut empfehlenswertes Gerät. Wenn ihr euch einen Laser kaufen wollt, würdet ihr mit dem definitiv nichts falsch machen. Habt ihr noch andere Fragen zu dem Gerät, dann ab in die Kommentare damit. Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen hoch und ein Abo da, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr und macht mir echt eine Freude. In diesem Sinne, Servus, Habedere, macht's es gut und bis zum nächsten Video.